Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade entdeckt habe. Man kann mit dem Battle Bus mit einem Glitch tatsächlich zu Galactus fliegen. So nah ist noch niemand gekommen. Wir haben sogar die Wolken aus der Barriere gesehen. Das ist unglaublich krass, Freunde. Das Video ist in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch das so nochmal anschaut. Glitch King ist der heftigste, Freunde. Dieser Typ haut die krassen Glitches raus, Freunde. Das ist hier ein Last-Minute-Video. Schaffen wir auf diesem Video 2500 Likes auf jeden Fall, Freunde. Das ist unglaublich. Und benutzt den Creator Code 7, denn dann fängt die neue Season bald an. Und dann bekommt ihr 10 Battle Passe aus dem Livestream geschenkt, Freunde, wenn ihr Creator Code 7 eingibt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, Freunde. Abonniert den Kanal und jetzt geht's los bei diesem heftigsten Glitch, das wir jemals in Fortnite vollbracht haben. Let's go. Also, Freunde, es geht los. Der heftigste Glitch in Fortnite. Glitch King ist der heftigste. Ich musste das direkt jetzt aufnehmen und für euch hochladen. Also Leute, ihr könnt irgendeinen Modus auswählen, scheißegal. Ihr könnt alle LTMs machen, am besten halt ein LTM, wo ihr im Battlebus drin seid, ist ja ganz klar. Dann gehen wir erstmal hier in Solo zum Beispiel rein. Und dann müsst ihr erstmal gucken, dass der Battlebus zu Galactus fliegt, ja? Dass die Route zu Galactus führt. Und dann, währenddessen wir im Battlebus drin sind, müssen wir erstmal warten. Aber bevor uns der Battlebus raushaut, Leute, müssen wir unser Internet wegmachen. Wir werden das Ganze auch gleich mal probieren. Und jetzt seht ihr, er spult das Ganze ein bisschen vor. Und jetzt seht ihr, wie es bei ihm gleich aussieht, Freunde. Und ich hoffe, dass wir sogar noch näher als er rankommen werden. Wir schauen jetzt mal, wie nah er rankommt. So, jetzt hat er ungefähr sein Internet weggemacht, also ein paar Sekunden schon vorher. Es müsst ihr gut timen, sonst werdet ihr relativ schnell von vorne rausgekickt. Und jetzt gebt euch das mal. Er geht noch immer weiter rein, ne? Er kann einfach durch. Er ist ganz genau Richtung Galactus, Freunde. Und ich kann es schon mal jetzt sagen, Galactus wird nicht kleiner wie mit dem Boot. Er wird immer, immer größer. So, jetzt kommen nämlich die Wolken hier in seinem Video. Das sind nämlich die Wolken von der Zone, die uns ja Schaden machen. Die sind ja noch ganz weit hinten. Leute, gebt euch das mal. Es geht immer weiter. Wir werden das Ganze einfach gleich selber probieren. Gebt euch mal. Wie nah ist Galactus bitte? Das ist unglaublich. Und dann irgendwann mal haut euch jetzt Fortnite raus, Freunde. Gebt euch mal, wie nah. Und jetzt hat Fortnite ihn rausgehauen. Und Leute, man kann sogar im Wiederholungsmodus Galactus nochmal richtig anschauen, währenddessen man reinzoomt. Er zeigt das Ganze nochmal. Gebt euch mal, man kann einfach nochmal reinschauen. Und wir werden das Ganze jetzt gleich probieren. Das wird Endstufe, Leute. Das wird jetzt Endstufe. Let's go. Wir gucken jetzt mal, ob wir das Ganze geschafft haben. Und wenn wir das geschafft haben, Digga, Endstufe, Endstufe. Okay, Freunde, wir sind jetzt nämlich auf der Map. Und zwar, wir probieren jetzt den Glitch. Wir müssen kurz bevor wir aussteigen, beziehungsweise uns der Battlebus raushaut, müssen wir unser Internet ausstecken. Und ich muss jetzt einen perfekten Zeitpunkt finden. Ich habe jetzt die ganze Zeit nach einer Runde gesucht, wo wir zu Galactus fliegen. Und zwar, ihr seht, wir sind auf der Route 272. Und jetzt müssen wir halt unser Internet im Auge behalten. Und zum richtigen Zeitpunkt müssen wir raus aus dem Battlebus, Freunde. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wir gucken jetzt mal. Also ich hoffe, dass es funktionieren wird. Dann können wir einfach so nah wie möglich zu Galactus kommen. Und ich warte jetzt noch ganz kurz, Freunde. Wir müssen noch warten. Wir warten noch ein bisschen. Ich glaube, gleich ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Ja, jetzt. Nee, warte. Noch immer nicht. Jetzt, Freunde. So, Internet ist rausgesteckt, Freunde. Und jetzt seht ihr auch schon oben rechts, bei uns steht nur noch eine 0 dran. Das heißt, es ist verglitscht. Fortnite hat erkannt, dass wir irgendwie noch im Spiel drin sind, aber er kann uns nicht rauskicken, weil wir nicht mit dem Internet connected sind. Das heißt jetzt, wir können so nah wie möglich zu Galactus fliegen, Leute. Nach einer gewissen Zeit wird uns wahrscheinlich, denke ich mal, Fortnite rausschmeißen. Aber, Leute, wir gucken jetzt, wie nah wir zu Galactus kommen. Ich bin mega aufgeregt, ob wir ihn richtig gut sehen gleich. Und wir gucken jetzt einfach mal. Also, bis jetzt fliegt das Ganze hier weiter. Ich bin mal gespannt, wie nah wir kommen. Und wir wissen ja, mit dem Boot kommen wir nach 3 Barrieren nicht mehr weiter. Dann sterben wir einfach. Aber hier sieht es so aus, als ob wir immer weiter zu Galactus kommen. Und Leute, es hört nicht auf. Oh, da kommt auch schon der Sturm, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich sowas auch so sehe. Also, das ist unglaublich heftig. Guck mal, man sieht einfach hier den Sturm, Freunde. Wie heftig sieht das denn aus? Okay, so sieht das Ganze aus. Ich denke gerade, ich bin in einem Live-Event oder so, Leute. Ist das ein Live-Event oder ist das gerade ein Video hier? Ich weiß gerade selber nicht. Und mal gucken. Oh mein Gott, wir sind schon richtig nah an Galactus rangekommen, Freunde. Richtig nah. Und jetzt müsst ihr uns Fortnite bald rausschmeißen. Wir gucken gleich nochmal im Kino-Modus, wie nah wir gekommen sind. Seht ihr, wie nah Galactus ist? Hier haben wir nochmal eine andere Größe von Galactus. OMG.
JJ, Freunde, da muss ich erstmal wieder 4 Besen essen. Ihr seht, wir kommen immer näher zu Galactus. Und jetzt hat uns Fortnite rausgeschmissen, Freunde. Aber wir gucken uns das Ganze gleich nochmal. Ja, es gab einen Fehler hier. Wir gucken uns das Ganze gleich nochmal im Wiederholungsmodus an. Also, Freunde, wir gucken jetzt mal ganz kurz im Wiederholungsmodus rein, wie nah wir jetzt zu Galactus gekommen sind. Das müsste hier die letzte Aufnahme gewesen sein. Wir spielen das Ganze jetzt mal ab und gucken jetzt, wie nah wir gekommen sind. Also, ich sage euch ehrlich, so nah ist noch niemand hier in Fortnite zu Galactus gekommen. Man hat auch gesehen, dass es wirklich näher gekommen ist. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich nur wie mit dem Boot es von hinten sehen, obwohl wir weiter ranfahren, das noch immer weit hinten ist. Wir gucken jetzt einfach mal. So, das ist unsere Sicht. Und wir spulen jetzt mal vor und dann müssten wir relativ nah zu Galactus kommen. Ich bin jetzt mal gespannt, Leute. Wir kriegen jetzt hier einen exklusiven Blick zu Galactus. Also, hier ist es noch nicht. Wir müssen ein bisschen weiter vorspulen. Also, Freunde, wir sind jetzt hier. Im Bus sehen wir, da hinten ist Galactus. Und wir gehen jetzt mal dahin. Das ist der Wiederholungsmodus, damit du Bescheid bist. So, wir können das Ganze jetzt mal gleich ein bisschen schneller machen. So, oh, mit Höchstgeschwindigkeit zu Galactus, Freunde. Und jetzt gucken wir gleich, wie nah wir kommen. So, wie nah gehen wir jetzt also bei 2 Minuten? Oh, wir sind im Battlebus drin. Wir sind im Battlebus drin. Was ist das für ein Glitch? Ach, lol. Okay, Freunde, so. Jetzt können wir nicht weiter. Jetzt müssen wir unsere Drohne frei haben. Und jetzt können wir... Können wir nach vorne? Nee, es geht tatsächlich nicht weiter, Freunde. Weiter kann man nicht. Schade. Warte, wir tun nochmal Gameplay. LOL, sogar die Kamera ist verglitscht. Warte mal, wir machen mal hier Drohne folgt. Nee, das ist... Drohne folgt auch nicht. Vierten vielleicht? Na, guck mal, vierten. Nee, weil vierten wird unsere Drohne fokussiert. Nee, wir kommen da auch nicht weiter. Und bei Gameplay haben wir einen Glitch, Freunde. Also selbst mit der Drohne frei. Wir können nicht weiter, aber hier haben wir nochmal einen exklusiven Blick. Es geht tatsächlich nicht. Sogar der Wiederholungsmodus tut uns hier zurückhauen. Aber ihr seht, Leute, wie groß ist bitte Galactus? Hier waren wir und wir hatten so einen krassen Blick. Alter, gebt euch mal, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn wir hier wieder die 2500 Likes schaffen für dieses exklusive Glitch-Video hier, Leute. Und ich würde sagen, abonniert den Kanal, falls ihr das Ganze nicht gemacht habt. Ich bin raus und sehen uns morgen Abend oder morgen bei einem Video. Bis dann und ciao, ciao. Leute, das ist das Ende vom Video. Checkt auf jeden Fall Glitch King ab. Der Typ haut für uns die krassesten Glitches raus. Er ist der heftigste, Leute. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Er ist unglaublich heftig, weil er immer wieder irgendwas Neues findet und bietet uns somit richtig coolen Content. Also ich würde es freuen, einfach in der Beschreibung mal abchecken und checkt einfach mal Glitch King ab. Lasst ein bisschen Liebe von Savile da. Und Leute, wie gesagt, ich liebe diesen Typ. Er haut die krassesten Glitches raus und haut rein. Bis dann und macht's gut. Ciao, ciao.